Hallöchen, herzlich willkommen zu dem Video. Ich möchte dir heute erzählen, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, wo ich meinen Winter verbringen werde. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Bucketlist hast, also so eine Liste in Länder, die du mal reisen möchtest oder Dinge, die du in deinem Leben tun möchtest. Ich habe irgendwann gemerkt, das war 2009, dass ich so eine Liste habe. Dass ich aber immer irgendwie das so dachte, ja, das mache ich irgendwann. Und 2009 war das erste Mal, dass ich ja, das richtig in Angriff genommen habe, da Dinge von zu erledigen. So. Ich war 2009 auf Gomera nach einer Trennung, also nach einer Beziehung, wo ich mich von einem Mann getrennt habe, von meinem damaligen Partner. Und hab da gemerkt, es gibt in mir Dinge, die wollen gerne gelebt werden. So. Und nicht irgendwann, sondern jetzt. So. Und da kam dann halt so ein Traum hoch oder ja, so ein Wunsch, dass ich mal reisen möchte, so lange, bis ich keine Lust mehr habe. Also so eine Weltreise. Das habe ich ja dann 2009, 2010 auch gemacht, anderthalb Jahre. Und in diesem Zyklus oder in diesem Prozess des, ja, ich mache das jetzt, kamen noch ganz viele andere Sachen hoch. Und zwar wollte ich schon immer fotografieren. Ich habe dann angefangen zu fotografieren. Ich wollte Klavier spielen lernen. Ich habe dann angefangen, Klavier spielen zu lernen. Und dann kamen noch so ein paar andere Dinge. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, es gibt auch so viele Länder, in die ich gerne reisen möchte. Und da steht zum Beispiel noch Neuseeland drauf, da steht Bali drauf, da steht Hawaii drauf, da steht, also so. Gibt es noch was, was mir gerade einfällt? Nee, ich glaube, das sind so die Städte, die so oben auf der Liste stehen. Oder die Länder, Inseln. Und ja, und jetzt habe ich gemerkt, in Thailand, wo ich jetzt im Frühjahr war, das hat mir so gut getan. Ich möchte mir das wieder schenken, im Warmen zu sein, am Meer zu sein, tropische Früchte zu essen. Ich liebe tropische Früchte und dort kann ich sie halt wirklich reif und frisch vom Baum bekommen. Und ja, und dann war so die Frage, fliege ich jetzt nach Hawaii oder fliege ich nach Bali? Hawaii ist schon ein Land, das ich seit ja, fast 20 Jahren, also möchte ich dahin. Dieser Traum ist schon ganz alt. Als ich damals meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe, war vorher, ich hatte so Geld geschenkt bekommen, eine größere Summe, und hatte überlegt, was mache ich damit. Es war die Überlegung, fliege ich nach Hawaii und bin da irgendwie ein halbes Jahr oder mache ich irgendwie eine Heilpraktiker-Ausbildung. Und damals hat dann eine Therapeutin, bei der ich war, so gemeint, ja, guck mal, Kathi, wenn du eine Heilpraktiker-Ausbildung machst, dann hast du irgendwie so viel Geld, irgendwann so viel Geld und kannst nach Hawaii fliegen. Und dann habe ich halt die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Und so gibt es jetzt diesen Traum, nach Hawaii zu fliegen, immer noch. Und ich habe jetzt auch wirklich richtig ernsthaft drüber nachgedacht und das abgecheckt, sozusagen, was kosten Flüge, wo könnte ich da sein. Und da ich finanziell gerade nicht so stabil oder gut aufgestellt bin, dachte ich, okay, wenn ich nach Hawaii gehe, dann müsste ich dort so auf einer Farm arbeiten. Ich habe da eine Rohkostfarm gefunden, wo Freunde von mir schon waren, die das empfohlen haben, und daher würde man 4 Stunden am Tag arbeiten und könnte dann dafür Kost und Logis sein. Und dann habe ich das halt so hin und her überlegt und habe aber gemerkt, dass ich, ja, das war so die eine Option, ja, und dann kam halt auch noch Bali ins Spiel, da will ich auch schon lange hin, waren auch schon Freunde von mir und die haben das mir sehr ans Herz gelegt und ich weiß, das ist so eine Hochburg von digitalen Nomaden und viele Menschen, die da auch länger leben. Und bei mir ist ja so, wenn ich da hinreise, ich bin ja nicht so eine typische Reisende mehr, die sich Sehenswürdigkeiten anguckt oder irgendwie zu verschiedenen Orten reist, sondern ich gehe da an einen Ort und bin dann da mehrere Monate und miet mir dann ein Haus und das war's und mache dann da meine Sachen. Und das war dann auch so das Zünglein an der Waage, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerade meine ganze Zeit in meine eigenen Projekte stecken und nicht
für jemand anderen arbeiten, um dann dort Kost und Logis zu haben. Deswegen habe ich mich dann gegen Hawaii entschieden und für Bali, weil ich dort mir mit dem Geld, was ich im Moment zur Verfügung habe, das leisten kann, dort zu sein, mir ein Haus zu mieten und oder irgendwie werde ich sehen, wie das da wird. Ja, und jetzt fliege ich Ende November nach Bali und habe Hawaii sozusagen nochmal vertagt. Jetzt kommt es auf ein Jahr oder 2 Jahre auch nicht mehr an und habe so gedacht, wenn ich finanziell so stabil bin, dass ich mir Hawaii leisten kann und da einfach sein kann, ohne dass ich arbeiten muss. Oder vielleicht ist die Situation nächstes Jahr dann auch schon ganz anders. Aber für dieses Jahr habe ich es erstmal sozusagen abgewählt und fliege jetzt dann nach Bali. Werde erstmal nach Ubud gehen, ist so ein Ort, wo ich denke, dass ich da gut hinpasse, von der alternativen Szene, große vegane Szene und digitale Nomaden gibt es da. Ja, und da werde ich meinen Startpunkt haben. Ab da ist alles offen. Ich habe einen One-Way-Flug und werde mich treiben lassen. So. Ich weiß nicht, was ich dann mache, wie lange ich da bleibe. Das werdet ihr dann alles erfahren. Aber das war jetzt erstmal so der Prozess, wieso ich mich für Bali und gegen Hawaii entschieden habe. Ja, genau. Jetzt wisst ihr Bescheid, wo ich diesen Winter verbringe. Zumindest den Anfang. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest und wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao.